Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage fällt direkt wieder aus. Ansonsten die üblichen Spielregeln finden Sie in Form eines eigenen Videos auf unserem Channel Semperesponso. Das Video bitte kurz anschauen, für den Fall der Fälle, dass Ihre Frage nicht beantwortet wurde, damit Sie wissen, warum sie nicht beantwortet wurde. Wahrscheinlich, weil sie schon beantwortet wurde. Die erste richtige Frage, die Mails mit Ihren Fragen, die schicken Sie bitte an den Channel Semper Video, nicht an den Channel Semperesponso. Die erste Frage, die kommt von User Intensiv84 bezüglich Arbeitsspeicheroptimierungstools. Was wir davon halten, haben wir schon in dem Video gezeigt. Einfach mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, es heißt sogar Speicheroptimierer oder so ähnlich. Steger22 bezüglich Visual Basic 2008. Er möchte ganz gerne eine Uhr erstellen und zwar soll die Uhr alle möglichen Zeitzonen anzeigen. So wie ich das verstanden habe, nicht gleichzeitig, sondern nur irgendeine Zeitzone. Und er fragt jetzt, wie er das machen kann. Und er möchte ganz gerne die Uhrzeit von der Zeitzonenkarte abgreifen. Haben wir grundsätzlich schon gezeigt in unseren Videos, wie das geht. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr so genau, an welcher. Ist aber eine Art von String Parsing. Wir laden eine Internetseite in unseren Webbrowser Control oder in ein anderes Control oder in den Arbeitsspeicher. Und schneiden uns dann aus dem Quellcode die Informationen raus, die wir brauchen. Ich glaube, das haben wir sogar mal gezeigt. Wie hieß das Video mit dieser Versteigerungsplattform für Arme? Ja, keine Ahnung, wie sie hieß. Ich schätze mal, die Zuschauer wissen es schneller als ich. Deswegen haben wir mal gezeigt, da haben wir mal so eine Webseite abgegriffen und da ganz bestimmte Preisinformationen extrahiert, damit man halt, sage ich jetzt mal, besser da zum Schuss kommen konnte. Aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Aber einfach mal durchschauen. Ja, deswegen, so würde das gehen können. Ich würde es wahrscheinlich aber nicht mal so machen. Ich würde es wahrscheinlich komplett anders machen. Greifen Sie einfach mit Now die jetzige Zeit ab. Und als nächstes benutzen Sie die DateDiff-Funktion, also Datumsdifferenz, DateDiff. Haben wir schon alles in unseren Videos gezeigt. Einfach mal danach suchen mit den Date-Diff-Videos und dann ziehen Sie einfach die entsprechenden Stunden ab oder addieren die entsprechenden Stunden. Also jetzt mal rein als Beispiel. Ich glaube, London ist zurzeit eine Stunde hinter uns, ne? War? Glaube ich schon. Ja, eine Stunde oder 2 Stunden. So, wenn jetzt also Sie bieten dem Benutzer ein Pull-Down-Menü an, indem er zum Beispiel halt London anwählen kann, als Repräsentant dieser Zeitzone 0. So, und dann gehen Sie einfach hin, wenn der London angewählt hat, dann wird meine Zeit von jetzt hier genommen und da wird dann einfach plus 2 Stunden gerechnet oder plus eine Stunde oder so ähnlich, je nachdem, was Sie halt brauchen können. Das heißt, das Einzige, was Sie brauchen, ist einfach nur eine Liste aller Namen, können Sie in der INI-Datei abspeichern oder in der Registry. Ich würde wahrscheinlich eher die INI-Datei vorziehen, haben wir auch alles schon gezeigt und dann dort einfach hinter jedem Wert den Subtraktions- oder Additionswert hinterschreiben. Zum Beispiel halt London plus 1, sage ich jetzt mal. So, und dann ist der Fall relativ schnell gegessen. Das heißt, sie lassen sich einfach die richtige Zeit ein. Schwierig wird es natürlich jetzt zum Beispiel bei so Punkten wie Sommerzeit. Die Engländer haben natürlich auch eine Sommerzeit. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, so richtig habe ich mich damit noch nie befasst, ich glaube, die wechseln wesentlich später als wir. Wir wechseln ja in der dritten Oktoberwoche und ich glaube, die wechseln im 1. November. Also im 1. Novemberwochenende oder so ähnlich. Ich glaube ja. Das ist dann wirklich tricky, weil dann müssen Sie nämlich zu diesen Zeiten, Sie müssen dann nämlich auch noch feststellen, welches Datum ist. Denn wenn wir nämlich dann gerade in dieser Woche sind, wo wir schon umgestellt haben und die Engländer halt noch nicht, dann sind es halt nämlich 2 Stunden auf jeder Zeitzone oder plus eine Stunde auf allen Zeitzonen und so weiter und so fort. Also das ist eher der Part, der schwieriger ist. Aber geht relativ einfach, now und dann entsprechende Städte als Pull-Down-Menü anbieten und eben die entsprechenden Werte addieren, subtrahieren. Shadow Eagle, ja, hat uns schon mal eine Mail geschrieben. Er hat ein komisches Problem. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, wir können uns da nichts unter vorstellen. Jetzt hat er uns einen Screenshot mitgeschickt. Und zwar, er ist jetzt hier, wo ist er denn da? Startseite der Systemsteuerung. Das ist die Seite bezüglich Sicherungen, Zeitplan der Sicherungen. Und er klickt auf den Link, den hat er uns hier freundlicherweise gelb markiert und da steht Einstellungen ändern. Ja, nicht so schwierig, weil er will offenbar die Einstellungen ändern bezüglich der Sicherungen. Und wenn er aber da drauf klickt, dann kommt er nicht auf ein Untermenü, was man ja hätte erwarten können, sondern er landet im Explorer und da wird das hier geöffnet. Das bedeutet also, der Link, das ist ja hier ein Label, ein Link-Label, so nennt sich das.
im Grunde irgendein Text, der wie ein Hyperlink reagiert, deswegen Link-Label. So, das heißt, der unterlegte Link, der ist kaputt. Die Frage ist nur, warum ist er kaputt? Ist er in der Registry falsch eingetragen? Haben Sie irgendwelche Tuning-Tools benutzt? Das ist nicht cool. Und oder halt, kann es sein, dass Sie einfach nur den Dienst abgeschaltet haben? Das wäre ja auch möglich. Ich bin mir jetzt auf die Schnelle nicht sicher, welcher Dienst dafür zuständig ist. Aber ich glaube, es dreht sich irgendwie um die Aufgabenplanung. Ich nehme an, die Aufgabenplanung grundsätzlich ist also aktiv, richtig? Und auch alle anderen Dienste, die dazu benötigt werden. Ich weiß nicht, der Ereignisdienst wird, glaube ich, auch noch benötigt und solche Scherze. Also da kann es schon durchaus sein, dass sie 3-4 Dienste brauchen. Und wenn dann eben einer nicht funktioniert, dann ist direkt Schicht im Schacht. Aber ich schätze mal, das hätten sie gesagt, wenn das Ganze nicht funktionieren würde. Aber ich sehe jetzt hier halt, dass die nächste Sicherung ist quasi gar nicht geplant. Und da ist natürlich jetzt die Frage, warum ist die nicht geplant? Sieht so ein bisschen aus, als wenn das Ganze nicht, als wenn die Dienste dann nicht laufen würden. Das wäre jetzt auf jeden Fall das, was ich als erstes prüfen würde. On Visite oder On Visit? Fragt an. Eigene Wiki, kann ich das auch unter XP machen? Klar können Sie das unter XP machen. Können Sie, wenn Sie halt den zum Beispiel Apache Web, den Webserver MySQL und der Apache, der muss das PHP-Modul haben, dann geht das natürlich da genauso. Sie können auch, das kriegen wir ja immer über die Kommentare zu hören, warum wir nicht XAMPP vorstellen. XAMPP ist ist eine Anwendung, haben wir schon in einem anderen Video vorgestellt, einfach kurz nachschauen, ist für Entwicklungszwecke super geeignet und deswegen haben wir es auch schon vorgestellt, ist aber nicht gut geeignet, wenn Sie XAMPP ins Internet lassen. Ist nicht besonders sicher. Das ist nicht unsere Einschätzung. Jedes Mal werden wir dafür angeranzt, warum wir sagen, das ist nicht sicher, weil andere Leute das für die größte Erfindung seit dem Schnittbrot halten. Und ja, das steht sogar auf der Seite von XAMPP selber. Die Entwickler weisen selber darauf hin, dass das nicht sicher ist, dass das nur für Testumgebungen geeignet ist, quasi für Entwickler, nicht für den Produktiveinsatz im Internet. Deswegen, wenn Sie also jetzt sagen, ja gut, mein Wiki, da greife nur ich drauf zu, und außer mir keiner, und das sitzt in meinem LAN, dann können Sie natürlich auch XAMPP benutzen, dann haben Sie das Ganze relativ schnell am Laufen. Nächste Frage, Killhunter fragt an bezüglich, ich habe einen Rechner mit Windows 7 und einer Festplatte in zwei Partitionen geteilt, C und D, auf der C ist Windows 7 installiert und auf der D-Platte ist alles Mögliche an Programmen, die ich benutze. Heißt das so viel, wie dass auf der D-Platte der Programmordner ist? Oder haben Sie nur Programme dort installiert? Also, dass Sie quasi nach der Installation oder bei der Installation sagen, nö, installieren wir das mal auf die Platte D. Oder ist wirklich C Programme dort? Das ist nicht ganz klar geworden. Aber eigentlich möchte er wissen, gibt es eine Möglichkeit, dass wenn man unten links in der Taskleiste auf das Windows-Symbol geht, die Suchfunktion dort auf die D-Partition einstellen kann? Da müssten wir jetzt wahrscheinlich einen Screenshot haben, denn da weiß ich nicht ganz genau, was Sie da jetzt meinen. Die Suchfunktion, meinen Sie ja auch die unterste Zeile? Ich meine, da wird ja wohl alles gesucht, egal wo es installiert ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da das Ganze richtig verstanden habe. Der Windows-Index-Dienst, der indexiert eigentlich alle Dateien, vorausgesetzt, Sie haben es ihm auch gesagt. Kann sein, dass der bei Ihnen nur C indexiert. Dann müssen Sie da mal kurz reinklicken und ihm sagen, such gefälligst auch auf D. Allgemein halten wir allerdings nicht so viel von dem Windows-Index-Dienst. Wir haben ein anderes Programm vorgestellt, das heißt Everything, und das halten wir für wesentlich qualifizierter. Eventuell, bevor Sie da große Show machen, wollen Sie sich vielleicht das mal anschauen, vielleicht gefällt es Ihnen auch viel besser als uns. Also, genauso gut, wie es uns gefallen hat. Okay.